Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück hier bei unserem großen Krieg gegen die Osmanen im Jahr 1709 und ich habe in eurer Abwesenheit ein bisschen unsere Armee neu strukturiert. Wir haben ja doch einige Verluste erlitten, vor allem die Manpower geht langsam zur Neige. Deshalb habe ich Folgendes getan. Ich habe die erste Armee hier, diese, aufgelöst und in drei Teile geteilt, die sich jetzt hier auf dem Weg befinden zu den anderen beiden, die dadurch verstärkt werden, so etwa auf 40.000 Mann. Wir haben also dann die sechste, die zweite und die dritte Armee, die so etwa 40.000 Mann hat, also 120.000. Das nächste, was ich getan habe, diese Armee war hier ein bisschen zu groß. Die fünfte Armee, die hier Trapezunt hält, die wird dort stehen bleiben, aber nur mit 38.000. 12.000 Mann schicken wir noch so ein bisschen als Reserve hier zum Schauplatz. Dann mache ich Folgendes. Diese Truppe habe ich umbenannt zur ersten Armee. Also das ist sozusagen die neue erste Armee unter diesem grandiosen General Nikita Baranov. Die werden hier auch noch mit hinzukommen. Also dass wir hier in der Tat... Warum kann ich die noch nicht bewegen? Weil da gerade eine Schlacht stattgefunden hat. Sodass wir also hier wieder vier Armeen haben, dann doch mit 160.000 Mann. Und jetzt kommt noch eine entscheidende Maßnahme, nämlich genau im richtigen Moment. Tatsächlich können wir hier wieder Strelitzen ausheben. Und das bedeutet, wir bekommen 70 Strelitzenregimenter in der Hauptstadt. Und das machen wir natürlich. Unbedingt erhöht jetzt den Stabilitätsmodifikator, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir haben nämlich Stabilität 3. Truppenlimit ist auch im Prinzip kein Problem. Und damit haben wir jetzt eine riesige Armee, die wir mal in zwei Teile spalten, die wir auch als Verstärkungsmasse erstmal hier in Richtung Front beordern werden. So. Und damit haben wir mit einem Schlag gewissermaßen 70.000 Mann mehr ohne Rekrutenreserve bekommen. Also das erhöht gewissermaßen hier nochmal enorm unser Potenzial. Und das stimmt mich doch jetzt sehr optimistisch. Und dann werden wir jetzt endlich hier die Zarengarde auch zum Einsatz bringen. Nämlich genau DAF, zu dem Zweck, zu dem ich sie hier habe stehen gelassen. Sie beschützt die Hauptstadt und den Zaren. Und hier bewegen sich nämlich langsam erste Einheiten in diese Richtung. Deswegen werden wir uns denen mal entgegen bewegen mit der Zarengarde. Und um auf Nummer sicher zu gehen, werden wir auch weitere Festungen bemannen. Denn langsam kommt der Gegner uns doch näher. Auch diese wird jetzt noch bemannt. So, alles klar. Damit sind die wichtigsten Maßnahmen getroffen. Wir werden diese beiden Kavalleristen jetzt auch noch mal zurückziehen für einen Moment. Vielleicht hier hin. Denn die Osmanen kommen hier gefährlich nah. Okay, soweit, so gut. Den Rest können wir dann jetzt mal beobachten, wie sich jetzt alles verteilt und was sich so ergibt. Sind meine Nachrichteneinstellungen? Ne, die sind alle gut. Okay, Militärzugang aus Kasembe. Was wollen die denn bitte von mir? Wo sind die überhaupt? Ich weiß es nicht. Es wäre so schön, wenn man da hinspringen könnte. Kann man aber nicht. Kasembe sind im Krieg mit Jemen und Suaheli. Das ist gut, akzeptieren wir. Jemen sind ja unsere Gegner, ne? So, aha, da kann man zeigen. Aber was die von dem Militärzugang nur wiederum profitieren, weiß ich auch nicht. So, jetzt können wir aber die Armee sicher bewegen, die wir hier vorhin noch nicht bewegen konnten. Also los. Wenn die dann alle gesammelt da sind, werden wir wieder in die Offensive gehen mit 160.000 Mann. Und das wird, glaube ich, einiges bewirken. Die Polen werden natürlich an dieser Stelle jetzt hier geschlagen, aber das hilft alles trotzdem enorm, weil die Osmanen werden auch langsam extrem Probleme mit ihrer Manpower haben, da bin ich mir ziemlich sicher. So, die werden hier verfolgt. Wow, ich meinte aber, sie haben, das ist doch trotzdem beeindruckend, 270, 200, knapp 300.000 Mann befinden sich hier gerade. Aber das... Da brauchen wir uns jetzt hier nicht bange machen. Das kriegen wir schon hin. So, die marschieren hier munter durch an unserer Festung vorbei. Daran zeigt sich, dass sie nicht wirklich optimal hier irgendwie eine Sperrlinie bilden. Aber egal, unsere Zarengarde ist ja auf dem Weg. So, gut, 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 gut. Naja, Marokko besetzt da jetzt einiges. Wir können jetzt hier schon mal die Umstrukturierung durchführen, die Einheiten zusammenlegen.
So, und jetzt können wir in eigenen Provinzen, werden wir noch nicht mal richtig versorgt. Das ist ja auch ein Trauerspiel. Okay, und dann beginnen wir mal wieder hier die Engstelle, würde ich mal sagen, zuzumachen, indem wir hier hinmarschieren. Aber eigentlich würde ich mir mit der ersten Armee gewissermaßen hier Position beziehen. Und mit den anderen werden wir im Hinterland erstmal Stellung beziehen und dann mal gucken, wie schnell oder langsam wir vorangehen werden. Die Osmanen werden jetzt erstmal versuchen, hier wieder alles zurückzuerobern. Gut, die Zeit tickt für uns, der Kriegsstand tickt weiter hoch. Ach, wisst ihr was? Noch eine andere Sache. Eingeborene Assimilierung ist nicht so entscheidend. Werde ich machen. Und zwar, wir haben doch hier noch eine 10.000er-Truppe, die Jakant-Armee. Die werde ich jetzt mal hier zum Einsatz bringen, nämlich, dass sie mal hier einfach mal hinlaufen sollen und bitte diese Pforte schließen sollen. Wobei ich sehe, gerade hier kommen 30.000 mit einem 3-Sterne-General um die Ecke. Ich glaube, das ist doch nicht so eine gute Idee. Dann bleibt doch mal hier. Obwohl, da sind auch 13.000. Nö, wisst ihr was? Dann bleibt mal da stehen. Das macht uns aber hier nicht so wirklich bang, weil das sind, ja, weiß ich nicht, die tragen hier nicht zum Kriegsstand bei, was die hier besetzen. Überhaupt kein Problem. So, die marschieren weiter durch. Dann versuchen wir sie mal dort abzufangen. Die 5000 auch ohne General müsste das eigentlich machbar sein. So, wir müssen... Was haben wir wo besetzt? Ach so, okay. Gut, gar nicht so einfach hier den Überblick zu behalten, aber wir kriegen das schon hin. Kolonie selbsterhaltend ist egal in diesem Moment. So, Leute. Dann marschiert mal. Aha, das ist diese kleine Schlacht hier oben, wo unsere Zarengarde zum Einsatz kommt. Die Strelitzen. Und damit haben sie erstmals die Hauptstadt aktiv verteidigt. Ja, man kann das schon als fast nahe bezeichnen, wie sie hier heranrücken. So, die Osmanen schwärmen aus, wollen wieder gleichzeitig gegen die Polen und gegen uns kämpfen, was wieder uns die Möglichkeit gibt, hier was zu erreichen. Aber wir warten auf unseren guten, hervorragenden General, der dann den Angriff dort führen wird. Wir müssen hier auch gucken, ob möglicherweise hier noch Bedrohung existiert. So, und hier wird es aber für unsere Kavallerie wieder gefährlich. Jetzt zieht euch noch ein bisschen weiter zurück. Das gefällt mir hier noch nicht. Okay. Gut, die haben Bestellung bezogen. Ich würde mal sagen, wir massieren wieder komplett unsere Truppen, um dann gemeinsam vorzumarschieren und die Armee zu attackieren. Oder wir warten, bis sie uns attackiert. Warte mal, geht sie zurück? Ah, sie geht zurück. Das ist ärgerlich. Können wir vielleicht mit einem... Warte mal. Können wir vielleicht mit einem Gewaltmarsch... Ja, wir können die Truppe noch erwischen. Ist jetzt ein bisschen riskant, ehrlich gesagt. Ich meine, wir sind Unterzahl und wir gehen, glaube ich, über den Fluss rüber. Aber ich würde sie gerne kriegen. Versuchen wir es. Versuchen wir es einfach. So, wir könnten sogar Provinzen konvertieren. Das machen wir jetzt im Krieg auf keinen Fall. Ah, die helfen. Aber ich denke trotzdem, dass das eine gute Sache ist, wenn wir die dort schnell abfangen. So, jetzt kommt es hier zur Schlacht. So. Eieiei. Machen wir mal wieder ein bisschen langsamer. Gucken mal. Ah, der Gegner verliert deutlich mehr. Zieht jetzt wieder die ganzen Truppen zusammen. Und hier kommen unsere 120.000. Und Nikita Baranov wird jetzt hier seine ganze Fähigkeit ausspielen, hoffe ich. Ja, kommt ihr doch rechtzeitig? Ja, was ist denn hier los? Verrat gegen Russland. Ach, das ist dieses Rekrutierungsding. Das hatten wir schon mehrfach. Ich gucke nochmal kurz, was ist das hier? Rekrutenreserve in Irtesch. Das ist doch völlig egal. Nee, wir wollen jetzt keinen Ärger haben. Das ist bedauerlich. Machen wir das jetzt. Verdammt! Das ging zu schnell. Die Schlacht ist gewonnen worden. 13.000 Gegner getötet. Kommen noch welche rein? Ich weiß es nicht. Wir haben noch den Gewaltmarsch an. Warten wir nochmal 2 Tage. Wir werden ihn wieder ausstellen und werden, glaube ich, gleich hier weiter marschieren, um den
Moment hier auszunutzen, den wir gerade haben. Der Gegner zieht weg, aber er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Sehr gut. Die Tunesier werden wir dementsprechend erwischen. Diese 69.000 reichen eigentlich auch. Insofern könnt ihr gleich wieder dort weiterziehen. Was macht hier unsere Reserve? Die ist inzwischen schon angekommen. Sehr gut. Dann bringen wir sie näher. Und diese 12.000, die können wir direkt mal verteilen. Auf diese beiden Armeen. Dann haben wir da eine übersichtliche Situation irgendwie. Okay. Gut. Was macht hier der Gegner? Steht da irgendwie rum. Stört uns eigentlich nicht weiter. Alles gut. Hier unten ist auch noch alles ruhig. Hervorragend. Dann warten wir mal diese Schlacht ab hier. Mit unseren 70.000 kommen wir jetzt an. Gegen 12.300. Und da wollen wir doch den Gegner hoffentlich komplett vernichten. Das sieht im Moment sehr gut aus. Hervorragend sogar. Jawohl. Die gesamte tunesische Armee beseitigt. Alles klar. Soweit so gut. Die Polen haben sich auch wieder einigermaßen erholt. Hier ist die Hauptstreitmacht der Osmanen, wie es aussieht. Die wollen Griechenland zurückerobern. Und jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir vernünftig stehen, uns vernünftig aufteilen und so weiter und so fort. Das ist jetzt die große Aufgabe. Das heißt, wie machen wir das? Ziehen wir mit denen dort rüber. Da kommt es erstmal nicht zur Schlacht. Dann bleiben wir hier. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das so. Wir haben ja noch 17.000 Manpower. Die sind ein bisschen angeschlagen. So, hier, die laufen dort rein. Hier könnte man allerdings auch was machen. Hier könnte man auch was machen. Ah, wir kommen da nicht vorbei, ja. Wegen der Festung. Konstantinopel ist insofern wirklich auch eine Schlüsselfestung. Nee, dann bleiben wir mal so, wie wir jetzt hier sind. So, Portugal, Frieden mit Kanu. Egal. Okay, die laufen da hoch zu den Polen. Kurzer Blick hier rüber. Hier ist noch alles gut. Den Kaukasus verteidigen wir. Die kommen auch nicht weiter. In Ordnung. So, jetzt wäre aber eine Möglichkeit, hier was zu tun. Allerdings stehen wir im Moment, die Armee ist ziemlich alleine. Weil die nicht direkt darüber ziehen kann. Die würde sofort zu Hilfe kommen, vermute ich. Aber in dem Moment wäre die dort oben auch schon da. Insofern lass uns das mal machen. Gucken, was passiert. Da kommt es auf jeden Fall zur Schlacht. Ihr Dirne hat ja auch nichts. Ne, das ist hier plattes Land. Was machen die hier alle? Ein paar kommen hier in unsere Richtung. Okay. So. Die Provinz ist jetzt erstmal wieder in unserer Hand. Die ziehen wir auf jeden Fall auch mal nach. Genau wie die Truppen. Ihr merkt, ich versuche jetzt auch wirklich Manpower zu sparen. Alles klar, auf jeden Fall, hier kommt es erstmal zur Schlacht. So. Jetzt ist die Frage, die machen gerade nichts, kommen nicht mit rein. Okay. Lucca wird von Venedig annektiert. Kleine Info nebenbei. So, das läuft gut. Das läuft sehr gut. Insofern glaube ich, ja, wir ziehen trotzdem mal mit rein. Dann können wir gleich mit Konstantinopel belagern. Das ist schon in Ordnung so, würde ich sagen. Ja, dann zieht ihr dorthin. Und die Armee kann man dort gleich hinziehen. Und dann haben wir das. Wo ist die andere 35.000er? Da. Ihr kommt dann hier nach. Und ihr nach hier. So, schön nachrücken. Alles gut. Alles gut soweit. Wir bleiben bei dieser Schlacht. Und auch die endet hervorragend für uns. 27.000 gegen 3.000 Verluste. Okay, also die Tunesier sind hier wirklich sehr, sehr schwach dabei. Ja, ja, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich jetzt wieder nach Konstantinopel rein. Wenn der nächste Tag hier vorbei ist, ihr zieht hier rein. Ja, das läuft alles. Okay. So, 1.000 Mann gleich nochmal erledigt.
Sehr gut. Was machen die Osmanen hier? Die großen Truppen, die ziehen dort gegen die Polen. Das ist alles sehr, sehr schön. Wenn das so von der Aufteilung her läuft. Da haben wir 40.000 Mann, die wir jetzt mal eben angreifen. Ohne, dass wir das genau geplant haben. Die Polen helfen uns dort. Ich würde sagen, wenn das so ist, schicken wir auch noch die Truppe hier mit rein. Da könnte sich was ergeben. Hier sind weitere 93.000. Okay. So. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die marschieren irgendwo hin. Sophia, die sind insofern hier ein bisschen in Gefahr. Aber noch nicht richtig. Schicken wir mal da durch. Und hier kommt es jetzt zur Schlacht. Die erstmal auch von uns ganz gut hier gegangen wird, würde ich mal sagen. Ja, das könnte gut laufen. So, Leute. Jawohl, auch die gesamte Armee vernichtet. Oh, jetzt ist aber das Kriegsglück richtig auf unserer Seite, würde ich mal sagen. So, sehr schön. Das waren jetzt ein paar richtig entscheidende Siege, Leute. Dann ziehen wir... Wie viele Armeen haben wir jetzt hier? 2. Du bleibst doch hier stehen. Dann ziehen wir eine dieser beiden Armeen raus. Und zwar... Ja, warte mal. Wo haben wir den besseren Belagerungsgeneral? Die 6. Armee ist definitiv die bessere. Also wird die 2. Armee hier rausgeholt. So, sehr schön. Und hier startet dann die Belagerung, bitte. Kannst du mir mal den Belagerungsbildschirm anzeigen? Hallo? Hier. Nee, will er mir aber nicht anzeigen. Hallo, ich will hier... Achso, ich muss auf die Provinz klicken. Oh, Leute, was ist hier los? So. Ah, wir haben die Leitung der Belagerung nicht. Die Polen haben das. Ich wollte gerade schön die Mauern einschießen. Das ist aber im Moment nicht möglich. Naja. So, die Osmanen marschieren hier nach vorne, aber okay. Die dürfen hier bloß nicht durchbrechen, weil hier sind natürlich die wertvollen Siegprovinzen sind. Das ist schon nicht ganz unwichtig. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob man hier vielleicht doch nochmal vorrücken kann, aber das hat bisher nur so mäßig hingehauen. Insofern lasse ich es lieber, bleibe ich mal lieber bei dieser Taktik hier weiter, hier die Kontrolle auszuüben und im Fall eines Falles hier wieder zu einer extremen Truppenmassierung zu kommen. So, jetzt geht es nämlich schon los, Leute. Jetzt geht's los. Die 100.000 Mann kommen zurück, aber sie greifen uns nicht direkt an. Die Armee steht erstmal hier sauber. Wo sind die anderen 6.000? Warum stehen die da immer noch rum? Da ist irgendwas schief gegangen bei der Befehlsübermittlung. Gut. Also wir sind hier, glaube ich, ziemlich flexibel aufgestellt. Falls die hier angreifen sollten, könnten wir sofort hier massieren. Dort auch noch rein. Konstantinopel ist gesichert dadurch, dass der Großteil der Armee, also im Prinzip die gesamte osmanische Armee ist auf dieser Seite. Das gibt uns hier eine super Rückendeckung für die Belagerung von Konstantinopel. Also eine schöne taktische Situation, die wir jetzt hier erreicht haben. Wunderbar. So, jetzt geht's los. Nee, geht doch nicht los. Sie gehen in den Süden. Die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht. Naja, wir bleiben aufmerksam. 150, fast 200.000 sind hier. Ist okay. Wir besetzen die ersten Provinzen. Gut, dadurch werden wir schön versorgt. Das ist auch alles in Ordnung. Perfekt. Im Moment ist es eine perfekte Situation. Ach so, weil ich ja weiß, dass die Osmanen hier sind, kann ich ja doch jetzt vorgehen. Mensch, Leute. Das ist, ich sag's noch so, die ziehen sich hier komplett wieder zurück, wie es aussieht. Die merken, dass sie hier nicht durchkommen. Und unsere Freunde von Samschir werden das zurückerobern. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Okay, dann bleiben wir mal wieder hier. Und kommt der Angriff? Nein, sie ziehen immer nur hier hin und her. Was uns jetzt nur bedingt stört. Okay, sehr gut. Die Kosaken sind nicht mehr so einflussreich. Die machen uns ja gerade ein bisschen Ärger. So, die nächsten Provinzen sind in unserer Hand hier. Perfekt. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir können eine neue Regierungsreform. Oh, das ist gut. Stufe 4 Führungsstab. Gucken wir uns das mal an. Also entweder verwaltender Klerus, Amtsadel oder meritokratische Rekrutierung. Ehrlich gesagt, die historische russische Sache wäre Amtsadel eigentlich. Bringt Kosten Anführer minus 10%. Boah, Jahren monatliche Loyalität plus 5%.
Einfluss 10%. Ja, nee, die Bürger wollen wir hier nicht fördern. Wir machen mal den Amtsadel, ganz traditionell. Die Adelsfamilien des Reiches haben geschworen, unserem Monarchen nicht nur Ratschläge, sondern auch ewige Loyalität und Treue zu geben. Mit der Ausdehnung unseres Reiches ist klar, dass diese Pflichten jedoch nicht allein mit dem Schwert in der Hand erfüllt werden können. Es ist an der Zeit, dass die neue Generation an Adligen mit Roben und der Feder in der Hand bewaffnet dient und so dem Staat ebenso gut hilft wie ihre Brüder mit ihren Schwertern und Rüstungen. Sehr schön. Okay, das haben wir erreicht. Profitieren wir jetzt in diesem Falle zwar gar nicht von, aber ist egal. Kurzer Blick hier in den Norden. Da ist alles noch gut, hier auch. Okay, dann schauen wir nochmal, was mit Konstantinopel fällt. Leider ja, wie gesagt, die Sache in polnischer Hand jetzt im Moment. Die marschieren weiter Richtung Polen, nicht gegen uns. Jetzt kehren sie wieder zurück. Sind offenbar sehr, sehr unentschlossen. Jetzt kehren sie wieder zurück. Ist das eine Form von Verzweiflung, die man hier spürt? An die Verzweiflung der Osmanen. Oder die Verzweiflung der KI. Wie man es will. Aber auf jeden Fall halten wir fest, es sind gut 270.000 Mann, die hier stehen. Aber auf unserer Seite sind ja auch nicht so viel weniger. 40, 80, 160, 200, 240.000. Also es sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. In dieser Konstellation. Okay. Also den Fall Konstantinopels, den wollen wir hier nochmal sehen. Jetzt kommt der Angriff, Leute. Jetzt müssen wir reagieren. Ja, okay, das ist allerdings auch die blödeste Stelle, ehrlich gesagt, für uns. Weil der jetzt diesen blöden Umweg gehen muss. Und hier werde ich auch, glaube ich, reingehen in die Schlacht. Und hier nur die Kanonen da lassen. Beziehungsweise, warte mal. Ne, der Anführer ist ja irrelevant, weil die Polen das anführen. Ja, dann machen wir das so. Oh, auf der anderen Seite stehen auch schon wieder 42.000 Mann. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist natürlich jetzt gefährlich für Konstantinopel. Das heißt, wir müssen im Falle eines Falles hier wieder rüberziehen. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt hier so ein knifflig. Na, mal sehen. Ha! Sie haben sich schon wieder anders überlegt, sehe ich gerade. Also alles zurück, Leute. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein Spielchen, das wir jetzt hier ganz oft treiben. Aber was wir vielleicht machen könnten, wir könnten die Truppe mal mit der austauschen. Dann haben wir nämlich den guten General hier in der Nähe. Das ist schon wichtig. Venedig hat Ragusa den Krieg erklärt. Ragusa? Existieren die noch? Ach, da ist Ragusa jetzt. Okay, alles klar. Naja. Die nutzen jetzt die Abwesenheit. So, aber sie marschieren hier wieder rein mit 52.000. Also müssen wir wieder durchstarten. Oder wir tricksen diesmal und warten, bis sie da reingelaufen sind, um die Schlacht tatsächlich jetzt auch anzunehmen. Weil irgendwie denke ich, wir sind in der Lage, das hier zu managen. Und da sind sie schon 138.000. Ja, so mit Tricksen ist vielleicht so eine Sache. Okay, dann werden wir an dieser Stelle kurz vor der großen Schlacht dann doch erstmal einhalten und die Sache uns für das nächste Mal aufsparen. Während die Armee hier Sinop belagert, was ganz nett ist. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen optimieren. Ich glaube, hier herrscht jetzt keine Gefahr. Die können sich also durchaus auch noch aufteilen. Gut, Polen stehen hier oben. Das wird langsam zurückerobert. Also das ist alles gut. Und die 30.000... die laufen scheinbar auch immer hin und her. Ja, also das sieht jetzt insgesamt, auch wenn der Gegner natürlich noch viele, viele Truppen hat, immer besser aus, würde ich mal sagen. Ich hoffe, wir können diesen Elan mit in die nächsten Tage und Wochen nehmen. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinballen.